Ich bin Evelyn Huber, habe an der Uni Augsburg studiert, wo ich jetzt auch meine Promotion anfange über Indian Desserts, wie indianische Stereotype in der Werbung ausgenutzt werden. In der US-amerikanischen Werbung allerdings für Produkte wie Butter oder Äpfel, alles mögliche, Medizin. Und das eigentlich gar nicht mehr wirklich registriert, dass solche Klischees verwendet werden. Ich will da Kontinuitäten und eventuell einen Wandel aufzeigen, der im Laufe der Zeit stattgefunden hat, in Analogie zu anderen Bewegungen auch, Red Power Movement, wie sich auch gerade die Maskottchenkontroverse, die ja wieder hochaktuell ist seit heute, inwiefern da Auswirkungen auf die Werbung auch stattgefunden haben. Ja, mal sehen, was sich dabei rausfinden lassen wird.